Hallo und willkommen, du göttliche Schöpferseele. Schön, dass du den Kurs des Konzentrationsprogrammes mitmachst. Ich bin Daniel Konzett und führe dich durch die 31 Lektionen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, der 21. Tag des Kurses. Ab heute wird all das, was du gelernt hast, in jede deiner Zellen gespeichert, damit du es nie mehr vergisst. Die Information wird vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis geschrieben. Daher empfehle ich dir heute, auch die erste Lektion wieder zu repetieren, damit sie wieder aufgefrischt wird und vollständig gespeichert werden kann. Mache dies auch an den folgenden Tagen. Repetiere die Lektion, die du vor 20 Tagen gemacht hast. Ich danke dir, dass du bei unserer Familie ein Licht bist, das den Weg der Menschen erhellt. Wir sind die Schöpfer der Welt der Liebe, der Freude und der Harmonie. So ist es und wird es immer sein. Lektion 21, Teil 1. Am 21. Tag des Monats konzentriere dich intensiv auf rückwärts laufende Zahlenreihen. Beispiel 16, 15, 14, 13 und so weiter. Die verwendeten Zahlen in diesen Reihenfolgen müssen sich im Bereich von 1 bis 31 befinden. Dies ist die maximale Anzahl der Monatstage. Somit stehen die 31 Zahlen zur Verfügung. Bei der Zusammenstellung der Zahlenfolgen verlässt du dich ganz auf dein inneres Gefühl, auf deine Intuition. Teil 2. Heute werden wir das Arbeiten mit den Zahlen und Sequenzen etwas genauer ansehen, da hier noch ganz viel Potenzial liegt. Begebe dich in eine angenehme Position und beachte deinen Atem. Atme tief ein und sage: Ich bin der Schöpfer meiner Realität. Halte die Luft kurz in dir an und spüre deine Worte. Dann atmest du wieder aus und sagst: Ich lasse jetzt alles los. Beachte, dass du alle Luft ausatmest. Wiederhole dies 3-4 Mal, bis dein Geist ruhig ist. Nun konzentriere dich auf dein Bewusstsein und gehe in dein Herz. Spüre den Frieden, der du bist. Stell dir jetzt vor, dass du in dir einen Lichtstrom des Schöpfers hast, aus goldweißem Licht. Sehe dich darin und fühle die Wohltat dieses Lichts, das dich immer mehr einhüllt, bis du eins bist mit ihm. Gehe nun mit deinen Gedanken in die fünfte Herzkammer, da wo das ewige Licht deiner Seele wohnt. Spreche: Ich trete ein in meine Seele. Genieße den Raum, in dem du absolut frei bist und der genau die perfekte Temperatur hat. Nehme das Licht in dich auf und verstärke deine Leuchtkraft noch weiter. Dein Licht umfasst jetzt deinen ganzen Körper und du bist pures Licht und strahlst dein Licht in die ganze Umgebung. Lenke nun deine Gedanken auf den Raum, in dem du dich befindest. Sehe um dich eine Sphäre, eine leicht leuchtende Kugel. Das ist dein Seelenraum. Auf die Außenwand werden wir nun die Zahlensequenzen schreiben, die dich am Schluss umgeben werden.
Nehme zuerst die Zahl 8. Schreibe sie an die Außenwand, etwas links von dir. Konzentriere dich auf diese 8, als wäre sie eine dreidimensionale Zahl. Nun erleuchte sie. Schalte das Licht der Zahl ein und sehe die Zahl in silbernem Licht vor dir scheinen. Freue dich über die Präsenz dieser Zahl, über ihre Schwingung und den wundervollen Schein. Als nächstes nimmst du die 1. Schreibe sie ebenfalls an die Außenwand. Erleuchte die 1 und genieße das Licht in Freude. Sehe nun wieder die 8 und die 1, die vor dir leuchten. Jetzt schreibe die Zahl 5. Sehe sie vor dir als dreidimensionale Form und erleuchte sie. Sie ist wundervoll und strahlt ihr Licht in deinen Seelenraum. Sehe nun wieder die 8, die 1 und die 5 in silbernem Licht vor dir. Als nächstes schreibe die Zahl 3. Sehe sie aufleuchtend und spüre die Freude, dass sie für dich leuchtet. Sehe nun wieder die 8, die 1, die 5 und die 3 vor dir strahlend leuchten. Nun schreibe die Zahl 5. Sehe sie vor dir und erleuchte sie. Sie ist für dich da. Sie bringt dir eine Schwingung und strahlt ihr Licht in deinen Seelenraum. Sehe nun wieder die 8, die 1, die 5. Die 3 und diese wundervolle 5 in silbernem Licht vor dir scheinen. Schreibe jetzt die Zahl 1, ganz rechts von dir. Schreibe sie als dreidimensionale Zahl. Erleuchte die 1 und genieße das Licht in Freude. Sehe nun wieder die 8, die 1, die 5, die 3, die 5 und diese 1, die leuchtet vor dir. Als letztes schreibe die Zahl 7. Sehe sie, wie sie eine dreidimensionale Form annimmt und erleuchte sie, bis sie silberweiß strahlt. Spüre Freude über die 7, dass sie für dich da ist. Sehe nun links die Zahl 8, gefolgt von der 1, der 5, der 3, der 5, der 1 und deiner Zahl 7 als leuchtende Sequenz, die eine starke Vibration ausstrahlt. Verteile jetzt die Zahlen, bis sie einen Kreis um dich bilden und spüre die Vibration, die von allen Seiten auf dich wirkt. Genieße diesen Moment. Nehme diese Schwingung in dich auf. Lass nun den Kreis um dich drehen. Beschleunige ihn, bis er eine geschlossene Lichtlinie ergibt. Lass diesen Lichtkreis auf dich wirken.
Fühle Freude und Dankbarkeit für die Hilfe dieser Zahlen. Sage nun, ich aktiviere diese Sequenz für mein Leben im Licht des Schöpfers. Jetzt. Danke, danke, danke. Mit der nächsten Zahlenreihe machst du dasselbe. Lerne die Zahlen vielleicht auswendig, damit du dich mit geschlossenen Augen auf das Schreiben und Erleuchten konzentrieren kannst. Am Schluss lasse beide Kreise sich um dich drehen. Bestimme, in welche Richtung sie drehen sollen. Beide können in dieselbe Richtung kreisen oder sie können gegenläufig sein. Ganz wie du es für richtig empfindest. Sobald die Kreise um dich rotieren, fühle dich als der Schöpfer dieser Sequenz, dieser Energieschwingung, die dir helfen wird, deine Ziele zu realisieren. Spüre die immer intensivere Schwingung in deinem Licht mitschwingend. Genieße den Moment. Und dann konzentriere dich nun auf die zweite Zahlenreihe. In Zukunft werde ich dir nur noch die Zahlen geben. Den Prozess kannst du jedes Mal so wiederholen. Konzentriere dich auf das Erstellen der neunstelligen Zahlenreihe. 5, 8, 9, 1, 4, 8, 5, 4, 2, 5, 8, 9, 1, 4, 8, 5, 4, 2. 5, 8, 9, 1, 4, 8, 5, 4, 2. Teil 3. Schaue dir an, wie ein Bergbach von den Bergen herunterfließt. Sehe, wie der Schnee schmilzt. Wende dann deinen geistigen Blick auf diese Bilder, wenn du sie mit den Augen gesehen hast. Du wirst sehen, dass sich deine Gedanken nicht von deinen Augen unterscheiden. Du wirst sehen, dass dein Bewusstsein sich nicht von deinem Körper unterscheidet. Und du wirst sehen, wie deine Seele deinen Körper baut. Vergesse dieses Wissen nicht, von Sekunde zu Sekunde übertragend, anderen weitergebend, aus dem Augenblick die Ewigkeit schaffen. Du wirst dich so ewig bauen, als ob du, ohne dich zu bemühen, früher lebtest. Und eben dieses ewige Aufbauen, das ist das ewige Leben. Baue um dich herum ebenfalls andere Objekte, nach dem gleichen Prinzip. Baue Welten. Schaffe Freude, sähe das Korn und schaffe das Brot. Gebe Instrumente und gebe Maschinen, sodass die Maschinen unschädlich und nicht vernichtend sind. Und du wirst sehen,
dass du in dieser Welt wohnst und dass sich in den Maschinen der Schöpfer und sein Bewusstsein äußert. Halte die Maschinen an, wenn sie dich bedrohen oder du Lust hast. Baue den Körper auf, wenn er krank ist. Verwirkliche das Auferstehen, wenn jemand verstorben ist. Du bist der Schöpfer. Du bist der Gestalter. Nimm, tu und geh in Harmonie mit der Welt vorwärts. In Harmonie mit allem Erschaffenden. In Harmonie mit dem, was noch irgendwann in der Unendlichkeit der Welt erschaffen wird. Und in Harmonie mit dir selbst.